Ich danke den Bernerinnen und Bernern für die Zustimmung zum Budget mit einem prognostizierten Defizit von 30 Millionen Franken. Für mich ist ein klares Zeichen, dass die hohe Lebensqualität in der Stadt Bern geschätzt wird, aber auch, dass anerkannt wird, dass wir hohe Investitionen haben, insbesondere Sanierungen bei Eis- und Wasseranlagen. Wir müssen aber Schulhäuser sanieren und neue Schulhäuser bauen. Ich habe mein letztes Budget unter Dach und Fach gebracht.